Gut, das hätten wir schon mal gemacht. Ich schmeiß noch mal eben die Sachen weg. Wir müssen allerdings jetzt mal ein paar Crates bauen. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Ich müsste vielleicht einfach mal eiskalt ein Stack Crates bauen. So. Dann müsste ich jetzt ein Stack davon, ja, machen können. So. Jetzt brauche ich aber noch Schilder. Schilder brauchen wir noch. Bei Tackle Classic würde mir wahrscheinlich mittlerweile einfach zu viel fehlen. War mega geil, konnte man Diamanten duplizieren, ja. Ja, stimmt, hier mit EMC, ne? Energy Kondensator und sowas. Ich weiß nicht, wo ich meinen Elevator hin tue. Wo tue ich meinen Elevator hin? Er sollte nicht so offenbar sein. Man sollte ihn nicht direkt sehen. Um meine Sicht nicht zu verdaddeln. Muss ich den dann ins Haus implementieren? Ich meine, ich könnte ihn ja auch irgendwo hier hin machen. Aber im Haus wäre schon besser. Mach den mal hier hin, so. Wie tief machen wir das denn? Das ist quasi die Höhe von... Nein, mach ich den so. So müsste ich das machen. You have Innenwaldrotation. Ja. Ja. Wow, was hab ich getan? Any blocks you plus will be oriented in the direction you were looking. Mhm. Press K to change or reset IT. This message won't appear again. Ja, natürlich. Aber natürlich. So. Also, wir haben diese Farm gebaut. Das hat bestimmt 2 Streams gebraucht, diese Farm hier zu bauen. Da sind im Grunde alle Pamp-Sachen drin mit Springbrunnen und so weiter und so fort. Können wir aber auch gleich mal eben hingehen. Und was natürlich bestimmt auch raussticht, ist das hier, das Atomkraftwerk. Das ist auch entstanden in einigen Streams, ist aber noch im Bau. Also da kommen ganz viele Reaktoren hin. Kann ich eigentlich auch mal eben gleich rübergehen. Können wir gerne machen. Ich hole mir mal eben ganz kurz noch das Holz. Und zwar war das Tigerwood. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich nehme einfach mal einen Schwung voll. Bisschen diese Küche hier gebaut hier. Ich glaube, die hast du auch noch nicht gesehen. Hier kann man nicht hin, sich hinsetzen und, weiß ich nicht, essen oder einfach nur da sitzen. Da ist unsere Mikrowelle mit einem Eisenbahn drin. Kann ich leider nicht starten. Da ist mein Kopf, der ging leider auch nicht in die Mikrowelle. Mein Kopf ist einfach zu dick. So. Hier kann man sich schön Essen kochen und es lassen. Ich kann aber auch den Strom abstellen. Aber wir sind Stromverschwender heutzutage. Also. So, hier nochmal. Ich weiß nicht, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Tackle Light Plus. Alte Welt und neue Welt. Oder, ja. Ruhe Welt Folge 1 und finale Welt Folge 1100. Hast du nicht gesehen, was sich da so getan hat. Finde ich eigentlich ganz interessant. Habe ich irgendwann mal eine Gift draus gemacht. Wir haben eine Toilette. Mit Dusche und Badewanne und einer Rave-Couch. Und natürlich Pepper. Wird es jetzt dunkel oder wird es jetzt Tag? Wir haben unsere Bienenanlage gebaut. Ich habe ein Gewächshaus. Ja, wir haben wie gesagt diese Farm hier. Ich laufe die mal ein bisschen ab hier. Kann ich gleich sehen, ob sich hier was getan hat. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn hier wieder irgendein Chunk irgendeine Dummheit gemacht hat, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Mit kleinem Farmerhaus, Springbrunnen. Wie viele Leute seid ihr? Hauptsächlich sind wir zu zweit. Wir laden aber ja Gäste ein. Wir haben ja schon 3 oder 4 Gäste gehabt. Johnny war auch schon da, aber nicht als Gast, sondern als hin und wieder mal Mitspieler.
hätte auch einen höher ziehen können, aber dann hätte ich später Probleme gehabt, weil das hier ist schon Gras. So, mal gucken, geht das noch? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, der Rest Holz kann wieder weg. So, dann stellen wir uns hier die Crates auf. Mache ich die direkt nebeneinander? Ja, ich glaube schon. Was soll der Geiz, ne? So, und wenn der Platz nachher nicht reicht, dann kann ich immer noch mehr machen. So. Womit fange ich denn dann jetzt an? Pass mal auf, wir machen jetzt erstmal Hill Cherry. Und dann kommt Mundane Larch. Die gewöhnliche Lärche. Sugar Maple noch machen. Dann machen wir hier schon mal White Willow. Und dann können da alle White Willow rein, von denen wir tatsächlich erstaunlich viele haben. Silver Lime, da kommen die Silver Lime rein. Cheek. Ja, meinetwegen auch Padauk. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich meine, ich weiß ja vieles, aber das weiß ich nicht. Wow, was kann ich eigentlich? Crate. So. Apple, Oak, Birch. Dark Oak. Dann kommt auch noch anderer Kram zu, der mir jetzt nicht einfällt. Silver Lime, kommt bei Silver Lime rein. Das ist eine andere hier, das ist ja Pams. Das tue ich auch in die Crate rein. Pams. Sonst habe ich hier nichts von Pams, ne? Ne. Gut. Dark Oak. Jungle habe ich noch nicht. Jungle. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch Kapok. Wait, Willow hatten wir schon. Wild Cherry. Und dann, na gut, meinetwegen machen wir jetzt Lemon. So. Den ganzen Krams hier reinsortieren. Ich finde es schön, dass man sich hier einfach durchbaggen kann. So, dann lösen wir nämlich allmählich diese Kisten mal auf. Kann ich das offene Fenster ja noch ausnutzen hier, solange es noch existiert. Silver Lime. Erstmal haben wir nochmal Giant. Und dann haben wir Walnut. Das sind die normalen, ganz klar. Walnut. Lemon. Wild Cherry. Sweet Chestnut haben wir gar nicht mal so viel.
Esskastanie. Castanea sativa. Siehst du, bei mir lernt ihr sogar was. Das ist ganz gut, dann kann ich mich wieder auffrischen hier. Damit ich die Azubis ärgern kann. Nur weil die jetzt Ruhe haben von mir in meinem Urlaub. Sondern lange nicht, dass es danach nicht wieder richtig rund geht. Oh, die wissen noch gar nicht, was ihnen blüht. Pomelo. Und die Schlüssellimette. Da wachsen Limetten dran, die Schlüssel enthalten. So, und die Crate ist jetzt auch die Saplings- und Schilder-Crate. Die Kiste kann eigentlich jetzt hier mit hin. Oh, hier sind auch noch Schilder. Da kommen jetzt 11 Bee-Houses rein. So. Was ihnen blüht. I see what you did there. Oh. Hm. Genau so. Ich könnte jetzt noch neue Bäume setzen, aber das mache ich dann anders. Das rennt nicht weg. Wir haben heute richtig, richtig viel geschafft. Auch wenn man es nicht glaubt. Aber das war ein echt guter Fortschritt hier. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre noch P2P hier. Engineering. Dann habe ich noch eine Quest mehr geschafft. Ich mache P2P sowieso nicht. Multidemon Hunter has made the advancement point to point networking. Habe ich gemacht. Danke, Narrator. Nächste. Jetzt könnte ich noch Quantum Tunneling machen. Going Quantum in the Plankton. Ja. Networking. Das ist nett von dem Work. Ich meine, das könnte ich ja auch machen, ne? Aber will ich das schon? Mein Auge tränt. Ja, dann ist es vielleicht jetzt auch guter Zeitpunkt aufzuhören. Aber gut, ich baue das Ding jetzt noch mal eben. Energy Cell. Engineering, 2 Logic und ein Dance. Dance Smart Cable. Ah, jetzt habe ich eine zu viel gemacht. Oh Mann. Stimmt der nicht mit mir? Multidemon Hunter has made the advancement Quantum Tunneling. Reicht sowieso nicht, das Zeug. Aber dann können wir nochmal ein bisschen claimen. Haben wir nochmal einen neuen Creative Modifier, den wir sowieso jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Und Jungle Creative Bookcases, das ist doch nice. Uns geht es einfach zu gut. Wisst ihr das? Geht es uns einfach viel zu gut. Wollen wir das auch noch machen? Ja, wollen wir. So. Ja, aber wo ist es? Wo, frage ich euch. Black Hole Tank. Da. Erstmal das Ding. Hat das super funktioniert? Wo ist er hin? Da. So, ein Redstone-Block. Zwei Enderaugen. Und dann haben wir einen Black Hole Tank. Auch den werde ich so schnell nicht brauchen, aber naja. Lieber haben als nicht haben, ne? Dafür gibt es nochmal ein bisschen Random Junk hier. Ein Schwert, das kein Mensch braucht. So, ist für Besuchhausen, da freuen sich die Leute, wenn sie ein Stahlschwert kriegen.
Ja, siehst du, aber dann haben wir hier wieder ein Schrittchen geschafft. Hier gibt's eine Trophäe nachher, ne? Aber das ist noch lange nicht drin. Wie viel fehlt uns denn jetzt? Ich will gar nicht gucken, eigentlich. Wir brauchen noch 8000, sagen wir mal 8600 Zertusquarz. Nur dafür. Dann brauchen wir aber nochmal 1000 Zertusquarz nur für die Calculation Prozessoren. 8600 plus den sind 9600. Sagen wir mal einfach 9700, so damit wir noch ein paar übrig haben nachher. 9700. So, 9700. Ich kann das einmal durch 2 teilen. Das ist die Menge, die ich am normalen Zertusquarz brauche. Wir die verdoppeln den ja durch dieses Geside, um die zu pure zu machen. Das sind 4850. Ich kriege immer 4 aus einem Erz raus, wenn ich das in die Enrichment Chamber tue. Also durch 4. Das bedeutet, wir brauchen 1212,5 Erze. Wow. Also 1200 und ein paar zerquetschte Erze. So viel Zertusquarz müssen wir ranholen. 1200. Haben wir einen Plan, ne? Haben wir einen Plan. Keinen guten Plan, aber wir haben einen Plan. Aber das ist was für später. Das können wir auch mal anstreben, aber das ist was für später. So, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream. Bis dann. Rough.